Aber benutzt du auch eine Motorsäge dafür? Ja, Kettensägenschnitzen finde ich auch eine tolle Sache. Aha, aha, jetzt passt mal auf. Jan Rimpel, unser Kollege, der sucht sich ja immer total abgefahrene Treffen überall in Deutschland. Und jetzt war er bei den Freunden der historischen Motorsägen. Und dann hat er sich gedacht, ob ich da mal eine Frau finde, mal sehen, ob er Martina Lammel oder irgendjemanden dort gefunden hat. Dieser Oldtimer will gerade nicht, nehmen wir doch den. Von diesen alten, knatternden Teilen gibt es hier schließlich Hunderte. Auf so einem Treffen von Freunden historischer Motorsägen, wie diesem hier in der Nähe von Jever. Ganz in stillem Kontrast dazu steht die gepflegte Versorgung, die hier beim Motorsägentreffen durch die Landfrauen Schortens gewährleistet ist. Wie empfinden die Damen eigentlich, was um sie herum so vor sich geht? Können Sie diese Faszination für Motorsägen nachempfinden? Ich glaube, nein. Es ist mir zu laut. Und wenn ich so sehe, dass die alle die vielen Motorsägen da hinten liegen haben als Hobby, teilweise ja 50, 100 Stück, also muss ich die Frauen zu Hause bewundern, die das also dieses Hobby so auf sich nehmen und mittragen. Das ist nichts. Lass die Männer doch ihr Spielzeug. Mir ist es egal. Absolut überhaupt nicht egal sind diesem Mann historische Motorsägen. Peter Schlicht hat dieses größte Treffen Europas schließlich organisiert. Also mich fasziniert vor allen Dingen die alte Technik. Die Technik und die alten Maschinen wieder zum Laufen zu bringen. Das ist für mich eine Herausforderung und das ist auch das Faszinierende für mich daran. Zum Laufen bringt er hier seinen Motorfuchsschwanz. Ein Modell aus den USA von 1920. Manch einer mag hier einfach eine alte Säge sägen sehen. Motorsägen können aber auch Herzen öffnen. Benzin, Geduft und Qualm muss dabei sein, knettern muss es. Ja, also der Klang, dieses Gefühl mit dem Finger am Gas, diese Beschleunigung, dass die Kette sich ins Holz reinfrisst und hinten die Späne rauskommen, das ist so wie für Spielen, für große, wie mit kleinen Modellautos. Das ist Spaß an der Freude. Neben Motorsägen, wie man sie ja irgendwie kennt, gibt es auch besondere Merkwürdigkeiten. Angetrieben von einem in einem Rad verbauten Motorsägenmotor, zum Beispiel dieses Ding. Das ist eine Solo-Motorsense, so ein Anfängermodell, hat sich nicht durchgesetzt, aber es ist ein Unikat, wahnsinniges Teil, wenn man das sieht. Und ich habe die auf dem Schotthaufen gefunden und habe versucht, die musste wieder zum Laufen kriegen, weil das wirklich Spaß macht, dann wieder damit zu arbeiten. Schauen wir noch mal bei den Landfrauen vorbei, wo ja wiederum jeder, der hier ist, irgendwann vorbeischaut. Würden Sie sagen, die Leute hier sind so ein bisschen ja speziell? Nein, die haben für ihren Hobby ihre Motorsägen und da sind sie vielleicht ein bisschen eigenartig darin, dass man ja dieses Hobby so ausfüllen kann. Das sind aber alles ganz liebe Leute. Wir haben beispielsweise von den Landfrauen heute Morgen ein Frühstück für sie zubereitet. Und ja, sie waren alle sehr nett und freundlich und auch sehr dankbar. Wir fassen zusammen. Der Motorsägenfreund ist nicht nur ungefährlich, sondern im Gegenteil sehr freundlich. Und warum auch immer, es sind eigentlich ausschließlich Männer, die sägende Sägen so bestaunen können. Okay, abgesehen von den Landfrauen haben wir noch eine Dame entdeckt, konnten aber nicht fragen, wie sie es jetzt hier findet.